Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch mit Leo zusammen, wie man am besten einen Frontlever lernen kann. Und so, genau so in dieser Technik habe ich das auch gelernt. Und Leo ist noch nicht ganz so fit. Ich bin auch noch nicht perfekt auf jeden Fall, aber es geht schon ganz gut mittlerweile. Und deswegen dachten wir uns, machen wir ein kurzes Video darüber, wie ich das Ganze gelernt habe. Wir fangen auch direkt an. Ich erkläre es kurz und dann wird Leo einfach mal zeigen, wie man das so umsetzen kann. Als allererstes geht ihr an die Bar, ungefähr schulterbreit greifen und ihr rollt euch nach oben auf. Hier ist ganz wichtig, dass die Arme gestreckt sind und der Rücken gerade. Das heißt, ihr dürft hier nicht so eingeknickt hängen, sondern müsst euch gerade machen. Das ist Level 1. Zack, aufrollen, gerade. Okay, Level 1, Leo. Probier's mal. Genau, erstmal hochrollen und jetzt hier Brustwirbelsäule raus. Genau, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Und Becken unten lassen hier. Genau, perfekt. Das könnt ihr dann einfach mehrfach wiederholen, indem ihr immer wieder aufrollt, euch justiert, ausrichtet. Und wenn ihr dann ein Gefühl dafür habt, wann euer Rücken gerade ist, dann könnt ihr Level 2 machen. Level 2 ist, ihr nehmt ein Bein nach vorne raus. Das heißt, ihr rollt euch wieder auf. Aufrichten, ein Bein rauskicken, ran, anderes Bein und so weiter. Das könnt ihr dann wieder immer wechseln. Ein Bein raus, ran, ein Bein wieder raus und ran. Ready? Du musst ja auch nur kurz rauskicken. Genau. So halber Weg sozusagen. Zack. Genau, hier noch mehr hoch. Schwierig ist hier, ne? Schön aufzumachen. Ja. Das ist das Allerschwierigste, den ersten Schritt. Und anschließend, wenn ihr halt nur ein Bein nehmt, dann habt ihr den Hebel noch nicht so riesig groß und dann ist es noch nicht so schwer. Das nächste Level, wie ich es dann gelernt habe, ist, ich habe ein Bein, das andere Bein dann dazu genommen und dann rückwärts zurück, sozusagen wie Fahrradfahren. Das heißt, hochrollen, strecken, strecken, zurück, zurück. Andere Seite. Zack, zurück, zurück. Ist das Testen? Du musst wahrscheinlich helfen. Ja. Genau, ich halte dich hier an der Hüfte dann ein bisschen. Zack. Genau, mehr vor. Ja. Da falle ich zusammen, keine Chance. Ja, aber es ist schon nicht schlecht. Schritt 1 auf jeden Fall. Wenn du Schritt 1 schon übst, dann wirst du merken, du kannst ja zum Beispiel L-Sit Hold und so, sondern dein Hüftbeuger liegt es nicht. Es ist nur hier der Punkt. Noch einmal zur Wiederholung. Level 1, ihr rollt euch einfach nur hoch. Rücken gerade. Ausrichten. Level 2, Beine strecken, anderes Bein strecken. Immer ein Knie ran. Desto näher ihr das Knie an die Brust hebt, desto leichter wird der Frontlever. Dann zum Schluss beide Beine. Dann fortgeschrittene Übung wäre, wenn ihr schon direkt in die Position kommt, dann zieht ihr direkt mit geraden Beinen einmal hoch. Das heißt, ihr seid hier und zieht euch so hoch. Das könnt ihr auch in Wiederholungen machen. Und das finde ich persönlich am allerschwierigsten. Wenn ihr jetzt mal oben seid und die Beine streckt, dann geht es viel, viel einfacher. Ja, Leo, vielen Dank als Versuchskaninchen. Übung, genau. Nächstes Mal, wenn wir uns in Berlin sehen, ja, dann machen wir zusammen Frontlever Battle. Das ist gut, Challenge. Ja, checkt auf jeden Fall auch Leos Kanal ab, Instagram und YouTube, beides hier verlinkt. Abonniert diesen Kanal. Ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Wenn ihr Fragen zu dieser Übung habt, gerne in die Kommentare reinhauen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.